So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Infliction. Wir haben den Zahn gefunden, wir haben Überreste unserer Frau, jetzt brauchen wir ein Bild. Ich höre sie schon wieder irgendwo rumschnattern. Wahrscheinlich kommt sie wieder irgendwo rumgekraxelt, wie Tarzan. Das Haus sieht wieder relativ normal aus, muss ich gestehen. Aber sie wird wahrscheinlich irgendwo um die Ecke gerannt kommen. Oder? Nein? Schatzi, Bubibu. Butzi Batzi Bubidu. Das klingt nicht gut. Boah, sie kommt gleich irgendwo angerumpelt, oder? Ja, sie kommt hier angerannt. Schatz? Schatz? Schatzi? Das ist eine schwierige Beziehung. Kann ich mich hier verstecken? Boah, es hat schon heftige PT-Vibes, gell? Das Game. Auch jetzt dieses Geheule. Kannst du wieder ausmachen. Ich bin nass geschwitzt, aber. Boah, geil. Ich weiß nicht, warum ich Licht immer so gut finde. Was ist hier? Michael R. Pop. Ja. Es war zu erwarten. Ich habe sie schon gehört, deswegen bin ich gar nicht mehr weggegangen. Ich wollte sie nicht anrennen sehen. Ich wollte sie nur nicht herrennen sehen. Aber ich hab's schon mitbekommen. Okay. Da haben wir wahrscheinlich was verpasst. Die Sterbeurkunde. Es gab noch einen Sohn. Es gab noch einen Sohn. Scheiße. Hallo? I can't hear you. Find me on the baby monitor. Okay. Oh. The police want me to see a grief counselor. And I want you to come with me. Will you come with me? Why won't you talk to me? You play me, don't you? I can't do this alone. Bist du jetzt schon wieder da, Schatz? Sag mal, irgendwann ist genug, ne? Ich muss ja auch irgendwie mal weiterkommen. Ja, ich hab ein Collectible vergessen. Schade. Boah, Gott. Verstecken? Ich soll mich verstecken? Wo kann ich mich verstecken? Ah, ja.
Boah, diese Geräuschkulisse. Kriegst ja einen Rappel. Ich habe gar keinen Hinweis darauf, dass sie kommt. Boah, hier war auf jeden Fall mal ein Bild von ihr. Hier war auf jeden Fall mal eins. Oh, nee, nee. Schrecklich. Jetzt sind wir wieder in der Küche. Und auch hier sage ich dir wieder, nimm dieses Messer mit. Ja, wobei Geister mit Messern bekämpfen, I don't know. Das so gut funktioniert, ist das... Gary and Family, Convincing. Von ihrem Security. Was ist hier? I hear birth, death. Okay, nice. Ach du Scheiße. Ich muss hier irgendwas finden. Oder ich muss zu Tode erschreckt werden. Eins vorbei. Schatzi. Are you waiting for me? Jetzt knallt's gleich. Nein? Sicherheitsdienst, allsehendes Auge, sehr geehrter Gary Port. Wir freuen uns, Ihnen dieses... Achso, das kennen wir schon. Okay, der Encounter ist vorbei. Wir haben uns nicht wirklich Mühe gegeben, leise zu sein, aber wir haben es überstanden. Was wir wissen, es gibt hier kein Bild. Ich höre sie. Ich weiß nicht, gibt es in dem Spiel eine Möglichkeit, da durchzukommen, ohne von ihr mal erwischt zu werden? Also ich meine, außer jetzt in den absoluten Cutscenes. Es hat schon sehr heftige Ding-Vibes. Wie heißt's? Layers of Fear. Weil da eben auch dieses Geweine dabei ist. Es ist so eine Mischung aus Layers of Fear und PT, finde ich. Aber es ist gut. Es ist gut mit den Erinnerungen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon wieder raus kann. Hört ihr das?
Ich glaube nicht, dass ich gerade schon raus kann. Ist sie auch einfach direkt über uns. She hates light. Oh, das ist gut. Aber ich kann ja, ich bezweifle, dass die Taschenlampe allein reicht. Da ist sie. Oh Gott, da kommt sie. Mein Gott, sie rennt auch noch kopfüber. Muss das denn sein? Muss sie denn auch noch kopfüber rennen? Sie könnte doch einfach ganz normal gehen. Naja, gut. Okay, das Spiel hat gespeichert. Boah, sie könnte... Ja, okay, ob sie jetzt vorwärts oder rückwärts krabbelt, ist auch egal. Aber das setzt ja dem Ganzen noch die Krone auf. Boah, am Ende muss ich ihr hier irgendwie ausweichen. Aber das Licht hat sie jetzt auch nicht gestört, gell? Zumindest... Oh, hi. He's gone, but I still hear him. He's trying to talk, but it's faded, muted, jumbled. What does it mean? Das bedeutet, dass ihr dringend eine Trauerbewältigung braucht, meine Lieben. Und ob euch da Jesus hilft, das ist eine ganz andere... Das soll jeder für sich selbst herausfinden. Wenn dir Jesus da Kraft gibt, dann let's go for it. Was war das für ein Dreckslachen da gerade? Insanity! Jeez! Wo sind wir jetzt? Sie steht gleich über uns. Nein? Okay, ihr setzt dem Ganzen aber auch schon die Krone auf, gell? Ein Teil eines Fotos von Sarah, du musst den Rest finden. Getting ice cream or something. I don't know. I was asleep. Look, my baby boy just died. And I don't know how. What kind of God would kill an innocent baby? I didn't kill my son. Yes, I had postnatal depression, but I'm telling you. Woke to a noise. I had a strange feeling something was wrong. And I ran to his room and I found his crib collapsed. Lifeless body. He blew up on the sun. My baby.
Polizeirevier Blesham Falls. Vor mir, dem Unterzeichner, heute am 6. Juni des Jahres 1986, persönlich erschien Sarah Pout, wohnhaft 17 Aspen Vigors Drive, Blesham Falls, WA 99909. Eine staatliche Aussage. Ich war mit meinem 6 Monate alten Sohn Michael zu Hause. Mein Mann Gary und meine 6-jährige Tochter Maggie waren einkaufen gegangen. Ich legte Michael in sein Bett und wollte ein Nickerchen machen. Es war gegen 13 Uhr. Ich erwachte gegen 15 Uhr aufgrund eines lauten Knalls. Ich geriet in Panik und eilte zu Michael, um nach ihm zu sehen. Seine Krippe war zusammengebrochen und ich konnte Blut sehen. Ich hob Michael hoch, aber er atmete nicht mehr. Seine Haut fühlte sich kalt an. Ich nahm ihn und setzte mich mit ihm auf den Arm auf die Treppe. Gary und Maggie kamen um 15.10 Uhr nach Hause und fanden mich mit Michael in seinen Armen am Fuße der Treppe. Gary rief einen Krankenwagen. Gary war genauso panisch wie ich. Maggie verstand nicht, was los war. Der Krankenwagen kam und nahm mir mein Baby gegen 15.20 Uhr ab. Die Polizei erschien gegen 16 Uhr. Heute am 6. Juni unter Zeit und von mir beeidigt Notar des Polizeireviers Blesham Falls. Scheiße, oh hi. Die Tür ist wieder zu. Okay, Freunde, wir sind im Polizeirevier. Ich muss gucken, wie weit ich jetzt noch komme. Ich habe nämlich nur noch 5 Minuten. Hall of Fame. Boah, würde mich interessieren, ob das echte Personen sind oder ob das Schauspieler sind. SchauspielerInnen, sorry. Investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy. The father was out with his 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Infocare has issued a full recall on all their bassinets in accordance with the ongoing investigation. Our best wishes and condolences go out to the family involved in this tragedy. Oh, Scheiße. Mach den Shit mal aus, bitte. Der stresst mich übelst. Okay. Warte, hier ist noch was? Das ist wahrscheinlich... Hä? Was ist das? Keycard. Dieser Polizeiausweis dient auch als Schlüsselkarte und sollte dir Zutritt zu anderen Teilen des Polizeireviers verschaffen. Okay. My name is Edward Castillo. I live next to Gary and Sarah. I guess I never really thought about it before, but now that I think about it, what happened to them at all? Some strange things that went on. Like, just last month, I thought I heard what kind of sounded like chanting coming from outside at around 3 in the morning. I looked outside the window and I saw Gary standing there. He was in his front yard and naked. He had no clothes on whatsoever. He turned around and looked right at me. An investigation has begun into the tragic death of a 6-month-old baby boy. The father was out with their 6-year-old daughter buying groceries. When they returned home, they found the mother of the child holding the infant in her arms. Authorities have taken the mother in for questioning, but she has since been released. A spokesperson for Pleasant Falls PD told us that the death has been ruled accidental. However, the investigation is ongoing. It's believed that faulty nursery equipment may have failed, causing this tragedy. Infocare has issued a full recall on Bruder, es ist jetzt nicht so abwegig, dass einen das so ein bisschen irritiert, wenn dein Nachbar nackt draußen rumsingt. Okay. Boah, ich wollte da jetzt einfach todesmutig reinrennen, gell? Gut, egal welchen Schalter wir drücken, bring mich nach unten, Insanity! Nein? Keine Insanity? Gut, Freunde. Ich werde jetzt gleich noch eine Stunde aufnehmen. Ich würde mich aber bei euch für heute verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
zu Infliction. Haut mir bis dahin rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.